Hier steht er viel besser. Ja, einer hat die Kommode auf einer Seite, der Schrank steht auf der anderen Seite. Hallo und herzlich willkommen zur 20. Folge Hausflipper, unseren Renovierungssimulator. So, was haben wir denn Schönes? Wir haben nur noch diesen einen Auftrag. Dann nehmen wir den natürlich an. Eine Sauna einbauen und ach, was weiß ich alles. Modifiziere die Wände, möbliere die Zimmer, streiche die Zimmer, montiere Geräte, lege Laminatböden und lege Bodenfliesen. Ich würde sagen, wir fangen hier direkt an. Bodenfliesen legen, Fußboden, Laminat, Kiefer. Nicht Libby, Lami. Fußbodenlaminat, Kiefer, da. Ja, jetzt wird es interessant. Gut. Sechseckige Deckenlampe. Ah, erstmal dahin. Und weiß streichen.
Gut, das haben wir fertig hier. Hinten die Nische. So, hier zur Terrasse ist es auch fertig. Genau da an der Stelle wieder die Farbe ausgegangen. So. Aber das scheint wirklich ein Neubau zu sein hier. Das sieht ja wohl so aus, ne? Hinteren Bereich haben wir jetzt fast fertig. Den haben wir nicht nur fast fertig, den haben wir fertig. Jetzt kommt der vordere Teil noch. Brauchen wir wieder auf der Rolle, beziehungsweise in der Rolle. Gut.
Gut. Und wir haben Skillpunkte zur Verfügung, die wir natürlich direkt einsetzen sollten. Drei Wände gleichzeitig. Naja, ob das jetzt wirklich was bringt. Gut. Dreifache Deckenlampe. Einmal. Die setzen wir mal ruhig hier vorne hin. Und die dreifache. Packen wir hier. Sofa Elle. Denke mal. Sessel dazu. TV-Schrank Anna. Dann müssen wir den mal umstellen. Passt der hier zwischen? Nö, der passt hier nicht zwischen. Das gefällt mir jetzt aber irgendwie nicht so wirklich. Dann kommt der hier in die Ecke. Und der kommt hier mittig vor den Pfeilern. Dann kommt man immer noch gut vorbei. Kann man immer noch rausgehen. Hier rein. Oh, das geht immer noch. Den Sofa vor der Heizung will ich nicht. Und der Kamin ist hier schließlich auch noch. Dann kann man eben von da Fernsehen gucken. Ein Kamin ist da etwas ungünstig angebracht, aber egal. Ein Fernseher. So. Nein, den benutzen wir jetzt nicht. Schrank Granemo. Grane. Kirschholz.
Wieder weg. Dann nehmen wir den hier. Kirschholz. Und das im Glas, ja. Ja, warum der hier immer wieder hängen bleibt, verstehe ich natürlich nicht wirklich, aber ja, gut. Ach, jetzt verstehe ich das aber erst hier. Das hier ist das Wohnzimmer und das ist die Küche. Ah, das erstmal weg. Dann müssen wir den Schrank hier wegnehmen. Der muss dahin. Gefällt mir nicht wirklich, aber so. Dann kommt der Fernsehschrank. Dahin. Und der Fernseher natürlich oben drauf. Gefällt mir nicht wirklich, aber naja. Küchenset mit Spülbecken Andi. Ey, sag mal, wie soll denn das gehen hier? Das passt genau da rein, okay. Runder Tisch Otto. Küchentrank mit zwei Türen. Ah, nein. Kühlschrank mit zwei Türen. Ah, kriegen wir den dahin? Jo, der passt da genau in die Ecke. Das passt doch gut. Okay, Gasherd. Vier Flammen steht da nichts. Dann nehmen wir erstmal den. Stahlhaube. So. Viermal Stuhl Ingolf.
Welche Farben haben wir da? Da haben wir auch Kirsch 1. So, ja, ich denke mal, das kommt dann später hier irgendwo in der Mitte. Aber erstmal Panteo, Mülleimer. Ich sage mal, im Endeffekt können die sich das ja dann hinstellen, wie sie es haben wollen. Teppichgelb. Na komm, mal von der Seite, vielleicht lässt sich das dann besser legen. Jawohl, so. So, das Zimmer ist fertig. Was haben wir hier? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Silbereis und Weiß. Was haben wir ja noch? Gut, das haben wir. Hier, Silbereis. Gut und Weiß. Gut, dann holen wir noch mal einen Pott Weiß. Okay.
einer. Und dann da oben habe ich noch was vergessen, okay. Ja, das und das Grau, die Seiten weiß, die Fensternische weiß. So, damit uns das hier nicht im Wege rumsteht, verkaufen wir das. Bodenfliese legen, Fußbodenlaminat braun. Ah, das ist aber sehr dunkel. Oh, wer es mag. Gut. Okay. Gegenstand. Ups. Deckenlampe Tube. Ja, komm, mal ein bisschen was Beklopptes hier machen. Ja, grau und weiß, dann machen wir das schwarz-weiß. So. Doppelbett Eleganz. Eleganz, da ist es. Ja, schön fürs Fenster. Genau. Kommode Wenner. N-N-E. Buche, nee, Buche ist aber nicht schön. Kirschholz haben wir schon im Wohnzimmer. Ja, dann nehmen wir doch jetzt mal hier Wenger. Weil das ist ja eigentlich verhältnismäßig verhältnismäßig hell der Raum. Fußboden sehr dunkel, aber nee, das sieht nicht aus, ey. Das sieht nun überhaupt nicht aus. Buche. So. Schrank Schatz. Buche. Nö, da steht der doof.
Hier steht der viel besser. Ja, einer hat die Kommode auf einer Seite, der Schrank steht auf der anderen Seite. So. Frisiertisch. So, Frisiertisch dahin, klassischer Stuhl. Klassischer Stuhl, Farbe weiß. Passend hier zu der Frisierkommode. So, bitteschön. Stilvoller Hocker. Auch in Weiß. Weil die kommen hier vors Bett. Und ein runder Mülleimer Bruschi. Ich würde sagen, hier so ganz knapp in die Ecke. Gut, das Zimmer ist fertig. Als nächstes geht es dann hier weiter. Aber das sehen wir in der nächsten Folge. Schön, dass ihr da wart. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst es aber nicht. Bis dann. Tschüss.